Ganz herzlich willkommen für alle, die heute früh Zeit haben zur ersten Session vom Bienen- und Imkerei-MOOC. Vom Grundablauf während der anderen Live-Sessions wird sein, wenn wir die Experten da haben, dass wir sagen, wir haben die ersten 25 bis 30 Minuten immer den Vortrag. Und okay, dort können alle Teilnehmer schon Fragen in den Chat eintippen. Und dann entscheide ich als Moderator, ob man direkt den Vortragenden für die Frage unterbrechen sollte oder ob wir die Fragen sammeln, um die nach dem Vortrag zu beantworten. Das ist vom Ablauf, sodass man eigentlich sagt, man lässt im Normalfall erst die Zeit für diesen Vortrag und hat dann die zweite Hälfte der Live-Session für die Fragen und Antworten. Aber manchmal gibt es Themen, da kann ich dann auch einschätzen, da müsste man jetzt gleich unterbrechen, weil es für Verständnis notwendig ist, dann mache ich das. Kommen wir zum Bienen- und Imkerei-MOOC und zum Starten, wie das Ganze ablaufen soll. Die meisten von euch haben sicherlich jetzt sich für den Newsletter registriert auf der Kursbuchseite. Und das ist, sage ich mal, dieser Newsletter eins der wichtigsten Kommunikationsmittel, weil der MOOC geht ja relativ lange. Der ist jetzt von Februar bis August. Und solche Online-Kurse haben einen großen Nachteil. Es ist schwer, sich über längere Zeiträume da selber zu motivieren, gleichmäßig und regelmäßig dran zu bleiben. Es gerät ganz schnell in Vergessenheit. Und deswegen machen wir vor jeder 14-tägigen Einheit, schicke ich einmal so einen Newsletter rum, wie hier, der euch erinnert. Ihr könnt auch hier über diesen Link, der hier oben ist, direkt in diese Einheit springen, wo dann die Inhalte sind für die nächsten 14 Tage. Ihr habt direkt die Daten für die nächste Live-Session und ihr habt auch den Direktzugang zu der jeweiligen Aufgabe. Und das erinnert euch dann tatsächlich dran, hey, die nächste Einheit ist losgegangen, möchte ich jetzt diese Inhalte mitmachen? Das ist ja jetzt keine Muss-Veranstaltung, ihr kriegt am Schluss kein Zertifikat und deswegen muss natürlich keiner an jeder Einheit teilnehmen, sondern kann sich raussuchen, welche Themen interessieren einen selber, was möchte ich mir anschauen und dort ist er dann dabei oder ist sie dabei. Gut, also wenn man jetzt hier entsprechend draufklickt, dann landet man in der entsprechenden Einheit. Das habt ihr sicher auch schon gesehen. Ich schalte jetzt aber mal zu dem Gesamtbildschirm um. Also man würde hier bei dieser Theorieeinheit in der ersten Lektion rauskommen und könnte dann für diese nächsten 14 Tage die Inhalte bearbeiten. Das heißt, dieser Newsletter ist die eine Kommunikation, so einen Direkteinstieg zu haben. Da muss man sich dann praktisch nur noch einen Nutzername, Passwort für die neuen Plattform eingeben und das Ganze funktioniert. Der andere Weg einzusteigen ist, wenn man nicht über den Newsletter geht, dann loggt man sich direkt über diese Moin-Plattform ein, also dort, wo dieser Kurs läuft vom On-Campus. Ich sage immer noch Moin-Plattform, die hieß früher so, jetzt ist sie nur noch On-Campus. Früher war das Moin, deswegen verwechsel ich das manchmal von anderen MOOCs her noch. Und dort auf dieser allerersten Seite, wo man nach dem Einloggen, wo man hinkommt, das ist die Organisation Lektion 1. Das ist die andere Möglichkeit, ganz direkt zu dem entsprechenden Einheitenthema zu springen, indem man hier jetzt erstmal den Gesamtablauf vom MOOC hat. Und dann kommt man zu den Modulen. Und da sieht man auch, okay, wir wären jetzt zum Beispiel im März. Und da kann ich direkt diese entsprechende Einheit im März anspringen und die Inhalte sehen. Okay. So, ich habe das jetzt auch schon, ich habe das jetzt bewusst mal mit reingenommen, damit man hier sehen kann, also die nächste Einheit, die Live-Session ist jetzt also auch schon veröffentlicht. Das macht der Dr. Michael Hart, also der Vorsitzende vom Landesverband Sächsischer Imker. Und er ist auch für die Schwerpunkte Bienengesundheit und Jugendarbeit im Deutschen Imkerbund zuständig. Und er wird einfach mal auf die Themen eingehen, was gerade so für Jungimker die wichtigsten Fragen und Themen sind, mit denen ich mich beschäftigen müsste. Und da möchte ich auch nochmal zurückkommen, direkt zur Organisation, dass man das ein bisschen vom Gedanken her versteht, wie das aufgebaut ist. Wir haben ja verschiedene Zielgruppen, also manche davon, wie sicher ein Großteil von euch von der Einladung her, es sind natürlich schon seit etlichen Jahren Imker. Und dort die Zielteilnahmemodule, eigentlich die Module 2 bis zum Modul 5. Also zum einen da eventuell noch diese ganzen Blühflächenthemen nachhaltig und dann das, was man parallel zum Bienenjahr an den Völkern macht, dass man sieht, was machen andere, wie machen sie das, wie lösen sie das. Mhm. Aber es richtet sich natürlich auch an Jungimker oder Leute, die jetzt überlegen, sollte ich selber Bienen halten und damit starten? Oder ich habe jetzt erste Jahr Bienen und hier habe die Theorie noch nicht so verinnerlicht. Und deswegen das erste Modul ist quasi dieses Jungimker.
diese Jungimker-Ausbildung, wo man ja in Okay. Deutschland auch diesen Ordner vom Deutschen Imkerbund bekommt und das Ganze jetzt angereichert bekommt. Und damit beschäftigen sich halt dieser erste Monat jetzt vom 22.02. bis 22.03. Und deswegen hat der Dr. Hart eben auch dieses Thema übernommen, was hält er jetzt persönlich für wichtig, was man am Anfang sich als klar sein sollte, bevor man sich Bienen zulegt und welche Entscheidungen sind am Anfang wichtig, weil die dann ein bisschen schwerer zu korrigieren gehen, wie zum Beispiel, welche Bienenrasse ich halte, für welches Beutensystem ich mich entscheide und ähnliche Dinge. Wenn ich dann also, ich wechsle jetzt mal zu dieser ersten Einheit, wenn ich also entweder über Newsletter oder die Startseite dahin gekommen bin, dann habe ich grundsätzlich so eine einheitliche Struktur, die ich auf den Seiten verwende. Das hat sich ein bisschen entwickelt aus anderen MOOCs, die ich schon gehalten habe. Das ist als erstes die Information zu der entsprechenden Live-Session. Wir versuchen also in jeder Einheit von 14 Tagen wenigstens eine Live-Session mit einem Experten, entweder aus dem Bieneninstitut oder langjährigen Imker und Ähnlichem zusammenzubekommen. Ich sehe auch meine persönliche Rolle, ich nicht als der jetzt extremer Experte ist mit mir in der Bienenhaltung, sondern ich sehe das wirklich als einen Moderator und als eine Art Einschätzung, welche Inhalte für welches Thema eventuell gut sind, nützlich sind und hilfreich. Das ist auch ein Punkt, den wollte ich noch erwähnen. Ursprünglich sieht das Konzept ja so aus, dass es mindestens zwei bis ungefähr drei Moderatoren für so einen Kurs gibt. Der Nachteil dieser Tätigkeit ist, er ist natürlich zu 95% jetzt komplett ehrenamtlich und zwar ist mit viel Arbeit verbunden, weil ich jetzt ja wirklich was tun muss, diese Inhalte auswählen, Moderationen machen, Antworten geben und deswegen fehlen die anderen zwei Personen noch. Ich hoffe, dass die jetzt im Laufe des Jahres und spätestens bis zum nächsten Jahr dazukommen. Also, falls sich irgendjemand berufen fühlt oder jemanden kennt, der sich berufen fühlt und daran Interesse und Spaß hätte, also diese maximal zwei Leute, die das Ganze mitorganisieren, moderieren und auswählen, die werden noch gesucht. Das vielleicht noch als Ergänzung. Gut, also hier als erstes kommt die Live-Session mit den Daten und ungefähr 3 bis 7 Tage nach der Live-Session, wenn die stattgefunden hat, bin ich dazu gekommen, das Ganze zu bearbeiten und dann wird die Aufzeichnung hier an dieser Stelle eingefügt, sodass für vergangene Live-Sessions dann nicht der Termin hier steht, sondern diese entsprechende Aufzeichnung und das Video. Die Inhalte selber hier im interaktiven MOOC sind eher so, dass man jetzt weiß, was ist das Ziel von dieser Einheit, was soll ich da drin lernen und welche Lernmaterialien empfehlen wir jetzt dafür, um eben diese Lernziele und diese Themen zu erreichen. Das heißt, es kommen die Leitthemen, dann werden die Lernmaterialien empfohlen und dort teilen wir so auf, dass wir sagen, es gibt die Sachen, die wir empfehlen und die so optional sind. Unsere Idee ist an sich, dass man pro Lerneinheit nicht mehr als 2 bis 3 Stunden in den 14 Tagen dafür braucht, für das, was wir jetzt empfehlen. Mhm. Jetzt gibt es natürlich aber tolle Videos zu bestimmten Themen, die sind deutlich länger. Und hier, da kann man sich noch rein vertiefen, wenn das wirklich Spaß macht oder wenn das wirklich was Tolles ist. Und das versuchen wir immer unter den optionalen, weiterführenden Sachen da reinzusetzen, sodass man auch mit der Zeitplanung so einigermaßen über die Runden kommt. Hier hat man dann entsprechend nochmal das Lernziel zusammengefasst, wo dann jeder selber checken kann oder überprüfen kann, habe ich das ungefähr erreicht oder nicht. Und dann gibt es immer noch so eine Arbeitsaufgabe. Das ist natürlich keine Pflicht, dass ihr daran teilnehmt und das macht. Aber das ist die Idee, euch zu bestimmten Themen zum Kommunizieren, zum sehr Austausch untereinander zu bringen. Weil einer der größten Mehrwerte ist ja, wenn wir jetzt wie jetzt 100 Leute eingeschrieben in dem BMOOC sind, dann hat jeder schon tolle Quellen gesehen, die ich bisher gar nicht kenne, tolle Materialien gefunden von seinem Landesverband, also aus seinem Land, ne, und sagt, hey, die sind besser oder mit denen habe ich das besonders gut gelernt und kann das dort reinstellen. Oder hat auch mal eine Frage, die andere jetzt logischerweise entsprechend beantworten können, die Sachen reinsetzen. Und in die Richtung sind also diese Foren entsprechend aufgebaut. Mhm. Das heißt, die meisten Aufgaben ist also was, wo man sich zu einem bestimmten Thema, was mit dieser Lerneinheit verbunden ist, mit anderen austauschen kann. Da kann man jetzt auch einfach reinklicken. Und jedes dieser Foren hat dann auch immer oben
den Link zurück zu der Einheit, sodass man dann wieder in seiner Einheit zurück ist, wenn man dort einen Beitrag reingesetzt hat. Das ist deswegen auch relativ hilfreich, haben wir festgestellt. Man kann jetzt auch hier über diese Standardnavigation hier oben von dem Kurs direkt zu den Diskussionsforen gehen. Hat aber einen gewissen Nachteil, man landet dann hier in der Liste, wo ich jetzt in ein Thema reinkomme, dann aber nicht genau weiß, wo bin ich? Da verliere ich mich dann eher mit den Lerninhalten. So, wir haben jetzt schon aus Erfahrung von den letzten MOOCs das so gemacht, dass wir die Module und die Einheiten hier vorne als Kurzzeichen nehmen, damit die Sortierung stimmt und man weiß, welches Forum gehört zu welcher Einheit. Sonst wird die Liste nämlich alphabetisch sortiert. Dann hat man ein Forum von der ersten Einheit direkt mit dem von der letzten vermischt und so weiter. Das heißt, dann ist es intuitiv noch schwerer, über diese Forenliste das Thema zu finden. Wenn man Fragen hat zu bestimmten Abläufen oder mit irgendwas nicht zurechtkommt oder jetzt sagt, hier, das fehlt mir irgendwie noch in dem MOOC oder das finde ich ungünstig, also das, was die allgemeinen organisatorischen Dinge betrifft, dann ist dieses allgemeine Diskussionsforum hier der Platz, wo man die Themen entsprechend einstellen kann. Was derzeit noch fehlt und was in Zukunft eingestellt wird, also was ich in den nächsten Wochen noch machen möchte, ist, dass es zumindest solche elektronischen Badges gibt. Das ist so wie kleine Teilnahmezertifikate elektronisch, die man dann bekommt, wenn man sich an bestimmten Modulen, Einheiten mit Beiträgen mit beschäftigt oder daran teilnimmt. Aber ich hatte tatsächlich erstmal mit dieser Inhaltserstellung und diese Sachen zusammenzufügen und auch mit dem Bekanntmachen, dass es diesen MOOC überhaupt gibt, jetzt so viel zu tun, dass die Badges noch nicht drin sind. Aber die funktionieren dann auch nachträglich und das ist meistens darauf gekoppelt, dass man jetzt sagt, bei den Aufgaben stellt man Beiträge oder Antworten mit rein und beteiligt sich aktiv daran. Was für den Einstieg noch für mich so wichtige Themen waren, sind diese Grundthemen. Das heißt, deswegen heißen die Modul 0, Einheit 0. Das sind also Dinge, die übergreifend für den Kurs vielleicht interessant sind. Und wo man sagt, in Ordnung, das könnte entsprechend allen Nutzen bringen, ist aber nicht so einer bestimmten Einheit zuzuordnen. Das erste sind diese gesamten Themen und Inhaltsvorschläge. Das heißt, wir haben in dem entsprechenden Kursbuch, gehe ich jetzt mal hin, zum Beispiel über Kommunikation und Verhalten der Biene. Es gibt also für jede Einheit, die irgendwo jetzt empfohlen wird, hier drin auch die entsprechende Feedback-Seite, wo man jetzt sagen kann, okay, das finde ich aber nicht so gut oder dort habe ich zu diesem Thema einen besseren Inhalt oder mit der Aussage, dort bin ich nicht einverstanden, kann dazu diskutieren. Und da kann man hier das Feedback reinsetzen oder man kann auch direkt zu dieser Seite im entsprechenden Kursbuch springen. Also das heißt, das ist jetzt zum Beispiel zu Kommunikation, Verhalten der Honigbiene, zum Schwänzeltanz, wie der funktioniert oder auch für andere Themen hier drin. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann hier direkt in diesem Forum neue Vorschläge für Themen reinbringen, die bisher noch nicht enthalten sind, wo ich aber sage, die machen für die Einheit Sinn. Die sollten in Zukunft dabei sein. Oder ich kann, wenn ich hier direkt im Kursbuch drin bin, dort, wo die Lernmaterialien sind, gibt es immer hier unten den Bereich Kommentare und Hinweise. Und wenn ich das jetzt anklicke da drin und bin im MOOC eingeloggt, dann lande ich genau hier, um jetzt meinen Kommentar dazu einstellen zu können. Der Hintergrund, das in den Kurs reinzulegen, die Kommunikation dazu und das zum Beispiel nicht in einem WordPress einzufügen, wie das technisch auch möglich ist, hängt einfach damit zusammen, dass es relativ einfach ist, bei WordPress-Seiten als Spammer sich einen Zugang zu holen und dann hier blöde Kommentare reinzuposten. Und das ist gerade bei alten Sessions oder wenn viele Leute dort drin sind, für einen Einzelnen als Moderator relativ schwierig, das auch nach 1-2 Jahren noch rauszufischen, weil die das zu irgendeiner Zeit machen, was nicht mit dem Ablauf vom MOOC zusammenhängt. Und deswegen hier ist in dieser WordPress-Seite vom Kursbuch eben die Kommentarfunktion in der Form ausgeschaltet, dass ich sage, Kommentare und Diskussionen führe ich in dieser Kursplattform durch. Und damit ist diese Seite hier quasi das freie Lernmaterial. Das kann man sich wirklich so vorstellen, wie bei einem herkömmlichen Kurs eben das Buch oder die Materialien, die man zum Lernen mitnimmt. Und die ganze Interaktion untereinander findet eben in dieser Kursplattform statt.
Das hat für uns den Vorteil, ich gehe wechsel mal in ein Thema, wo ich zurück zur Einheit komme. Das hat für uns auch den Vorteil, dass wir sehr flexibel hier Inhaltsbereiche und Themen austauschen können. Weil wir ja dieses Kursbuch haben und da kann man dann sagen, nutze statt Seite 3 Aufgabe 5 oder Thema 5, jetzt Seite 4 Aufgabe 8 wäre das, wenn man mit dem richtigen Buch arbeitet. Und hier können wir eben doch die Lernmaterialien verlinken. Was sind noch wichtige Themen? Ja, genau. Was mir von den Themen noch am Herzen liegt, weil es wirklich hilfreich auf die Dauer vom Kurs und für die Interaktion miteinander ist, wäre diese optionale Aufgabe hier. Die heißt, warum nimmst du am Bienenmoog teil? Also da wäre es schön, wenn einige von euch so in ein paar Sätzen so ihre Motivation hinschreiben, ne? Weil ich zum Beispiel mich dieses Jahr mehr um die Königinzucht kümmern möchte und möchte gucken, wie das andere machen, ne? Und wie das zum Beispiel in der Begattung geht oder andere Themen, ne? Wie andere zum Beispiel die Durchsichten der Völker machen. Oder ich möchte so eine Sache neu lernen. Also so, dass man ein bisschen ein Gefühl hat, was ist so also die Hauptmotivation seiner Teilnehmer, jetzt an diesem Kurs teilzunehmen und ihr das auch untereinander wisst. Also ich habe festgestellt, es ist manchmal recht hilfreich. Und was eben auch wichtig ist, das hängt auch mit dieser Newsletter-Anmeldung zusammen. Es gab ja die neue Datenschutzgrundverordnung in Deutschland. Und die hat dazu geführt, im Gegensatz zu den früheren Jahren, auch für mich als Moderator von so einem MOOC, dass ich keinerlei Zugriff mehr, weil ich ein Externer bin und nicht in der Uni Lübeck eingestellt bin, auf eure persönlichen Daten habe. Das heißt, ich habe wenn ihr es nicht explizit freigibt, weder eine E-Mail von euch noch eine Kontaktmöglichkeit, euch direkt zu erreichen. Ich kann also nur sehen, die Leute sind drin, aber ich kann niemanden einzeln ansprechen, sondern nur bloß eine Nachricht an alle schicken. Wenn jetzt ihr euch das so eingestellt habt, dass ihr von dieser On-Campus-Plattform benachrichtigt werdet, wenn es was Neues für euch gibt, dann bekommt ihr, wenn so ein MOOC läuft und aktiv ist, jeden Tag einmal eine E-Mail von dieser On-Campus-Plattform. Und da sind alle Beiträge drin, die vielleicht für euch interessant sein könnten, inklusive dann irgendwo darunter der Hinweis, den ich mitsende. Und ich selber bekomme das ja auch jeden Tag hier aus den Kursen, wo ich dabei bin. Und ich mache die selber auch gar nicht mehr auf, weil die halt täglich kommen, außer ich erwarte was ganz Bestimmtes. Und deswegen ist das auch keine sinnvolle Möglichkeit, dass ich mit euch kommunizieren kann, weil das einfach eine gewisse Überflutung ist, sodass ja die Nachrichten, die wichtig sind, über den Weg sind, gar nicht lesen werden. Und das ist auch der Grund, diesen Newsletter mit reinzunehmen. Und wichtig ist halt, dass ihr auch wisst, ich kann euch halt einzeln nicht erreichen, weil ich keinen Direktkontakt zu euch darüber habe. Und das ist halt eine Neueinrichtung, die letztes Jahr mit der neuen Datenschutzgrundverordnung gekommen ist. Vorher ging das. Deswegen ist es halt auch schön, wenn ihr in dem Newsletter eingetragen seid, sodass ich im Notfall auch mal jemanden erreichen kann, wenn ich sehe, da gibt es Probleme und ich kann das ja nicht an alle rumposten. So, das waren die wichtigen Dinge. Ach ja, was noch standardmäßig überall drin ist, das sind ja jetzt Diskussionsforen, da habe ich ein Thema vorgegeben, worüber ihr euch austauschen sollt. Da ist es auch ganz natürlich, dass ihr zum Beispiel Fragen oder was habt, die ich nicht als Arbeitsaufgabe oder was gestellt habe, die aber mit diesem Thema und dieser Einheit zusammenhängen. Und dafür gibt es in jeder Einheit diese Diskussion Inhalte zum Thema zu dieser Lerneinheit. Also dort könnt ihr dann zu diesem Monat im Bienenjahr oder zu den Tätigkeiten, die dort gemacht werden, entsprechende Fragen stellen oder ihr könnt einfach zu beliebigen Themen, die in Zusammenhang mit dieser Einheit stellen, euch dort austauschen. Ich versuche persönlich so einmal täglich, aber mindestens alle 2 Tage in die Foren reinzugucken und zu sehen, ob ich da entsprechend Antworten kommunizieren, weiterhelfen kann. Das ist ungefähr so der Ablauf von meiner Seite her, aber so erreicht ihr das. Und das ist eben das Thema gewesen, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht ist es auch interessant, sich darüber auszutauschen, was hat mich eigentlich dazu gebracht, Imker zu werden oder darüber nachzudenken, Imker zu werden, was fasziniert mich und eventuell auch ganz konkret da Hinweise zu kriegen, sind so tolle Quellen, die damit zu tun haben. Gut, das waren so die wichtigsten Dinge, die ich erst mal live erzählen wollte. Wenn man sich an bestimmte Sachen nicht erinnert, dann findet man die hier vorne im Bereich der dritten,
Einheit. Dort habe ich nochmal versucht, die ganzen Hinweise zur Arbeit im Bienen- und Imkerei-MOOC darzustellen, also diese Abläufe, wie man dort kommuniziert, wie das von der Aufgabenbearbeitung gedacht ist und so weiter. Das sollte hier erwähnt sein. Und wenn da was vergessen worden ist oder ihr trotzdem Fragen habt, dann dieses allgemeine Diskussionsforum da reinzustellen am Anfang. Dann kriege ich das auch mit und dann kann ich das auch noch ergänzen. Gut, das waren die wichtigen Dinge von mir. Gibt es Fragen aus der Runde? Jetzt kommt eine sehr interessante Frage rein. Bei einigen Lerneinheiten wird ein Passwort gefordert. So, man merkt das jetzt, das war bis gestern noch bei allen Lerneinheiten der Fall. Wenn man jetzt zur Theorie geht für diese Woche, also für diese erste Lerneinheit, dann dürfte dieses Passwort nicht mehr auftauchen. Gehe ich also jetzt zum Beispiel zu Faszination Biene, ist das Ganze ohne Passwort erreichbar. Was du jetzt sicher meinst, ist, wenn ich jetzt zu einem Bereich gehe, der jetzt noch nicht ausgefüllt ist, ich gebe mir mal hier diese Beuten, dann kommt geschützt und hier ein Passwort eingeben. Das hat einfach damit zu tun, entweder existieren die Inhalte noch gar nicht oder die sind im Bearbeitungszustand oder ich habe da bloß ein paar Stichpunkte drin, wie das aufgearbeitet werden soll. Und ich gebe die parallel zu dem Lernplan der Einheiten frei. Das heißt einfach, weil die Inhalte jetzt auch parallel dazu entstehen. Das heißt, jetzt ist im Kursbuch alles freigegeben, was zu Modul 1, zur ersten Einheit vom 22.02. bis 8.03. zählt. Dort taucht dieses Thema mit dem Passwort nicht auf. Der Hintergrund, warum es diese Seiten schon gibt, ist einfach, dass ich jetzt schnell Inhalte dort einpflegen kann, dass auch diese Verlinkung zum Feedback und alles schon funktioniert. Also das heißt, die leeren Dummy-Seiten sind da. Das Hin und Her, dass man Feedbacks reinstellen kann, ist ebenfalls da. Aber die Dinger sind eigentlich leer. Da ist Inhalt drin, der noch nicht ausformuliert ist oder steht bloß der Link drin. Das Video ist noch nicht eingebunden und ähnliches. Das heißt, ab nächsten Jahr sind sie dann natürlich permanent frei und das Lehrbuch ist, oder die Lerninhalte sind permanent verfügbar ohne dieses Passwort. Aber jetzt kann man sich einfach vorstellen, dort, wo dieses Passwort auftaucht, gibt es noch nichts. Also jedenfalls außer der leeren Seite und diesen Stichworten. Das ist der Zusammenhang mit dem Passwort da drin. Ist damit die Frage geklärt? Hängt also wirklich damit zusammen, dass es jetzt im ersten Jahr wirklich parallel zu diesem MOOC auch diese Materialien bereitgestellt werden. Deshalb ist auch das, dass in so einem ersten Jahr von einem MOOC, das werdet ihr auch merken, ich auch selber sagen muss, perfekt sind die Vorschläge dieser Materialien noch nicht, weil ich habe ja noch kein Feedback, keine Rückmeldung zum Beispiel von euch. Es ist sehr viel Arbeit jetzt für den Anfang und ich kenne natürlich auch nicht alle Quellen. Also der Gedanke von dem Bienen-MOOC ist auch der, das hängt mit meiner sonstigen Arbeit zusammen, dass ich sage, ich erstelle möglichst keine Lernmaterialien selber, sondern der Gedanke ist, auf das Beste, was es im Netz gibt, zu verweisen. Und wenn es was Besseres zu dem Thema in einem zukünftigen Jahr gibt, dann verweist man auf das Bessere. Das soll auch den Anreiz erhöhen, dass andere zum Beispiel sagen, es lohnt sich für ein Thema, was Tolles zu entwickeln, weil viele das weiterverwenden. Statt dass jeder jetzt sagt, für dasselbe Thema baue ich einen neuen Inhalt auf, wo das Gleiche drinsteht. Und damit hat man dann viele Inhalte mit mittlerer Qualität. Wenn aber viele die guten wiederverwenden, dann lohnt es sich auch, gute Inhalte zu schaffen und verfügbar zu machen. Und das ist der Gedanke. Deswegen werdet ihr auch hier, sage ich mal, auch im Kursbuch selber, ich gehe mal jetzt zu einem der Sachen, die hier sind, relativ viel Verlinkung zu Inhalten finden, die irgendwo im Netz da sind. Und da bin ich auch, damit das gut wird, auch wirklich auf diese Hinweise in den Diskussionen oder zu den allgemeinen Themen von euch angewiesen, weil ich sage mal, bei 100 Teilnehmern, die 200 Augen sehen mehr als meine zwei. Und haben auch ja jahrelange Erfahrung dazu. Und wenn wir das alles zusammentragen in den Foren, dann sind nach spätestens anderthalb Jahren oder sowas die Inhalte wirklich richtig gut. Gibt es noch weitere Fragen? Also wer eine hat, kann sich einfach freischalten oder das reinsetzen. Vom Grundprinzip her ist die Lernplattform von der On-Campus also halt von der Kommunikation so, dass man hier dieses Bilderkarussell oben hat, wo man die entsprechenden Hauptmodule auswählen kann. Und dann kann man zu so einem Hauptmodul wechseln, wobei auch hier jetzt immer plus der Modul für Modul freigegeben wird. Also wenn ihr jetzt im Frühling geht, da taucht es ja auf, dass es noch nicht freigegeben worden ist.
Was ich aber schon sagen kann, ist, dass ich für diese Gesamtthemen Blühflächen und nachhaltig Insektenschutz und Trachtkalender und ähnliches, sie haben schon ganz tolle Live-Sessions zugesagt. Also das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, auch aus mit Erfahrungsberichten aus verschiedensten Projekten, die da irgendwo gelaufen sind, was bringt, was nicht. Da war ich teilweise selber überrascht, wo die Schwerpunkte liegen. Und deswegen dieser Blühflächenbereich wird ziemlich spannend, habe ich das Gefühl. Also von Live-Sessions, von den Themen her, die da angesprochen werden. Also das heißt, hier drüber kann man navigieren und dann kann man die entsprechenden Lektionen hier erreichen. Also das sind die Einheiten von den 14 Tagen, die jeweils zu dem Modul gehören. Es ist nicht ganz so intuitiv, wie man sich das, also wie man sich das vorstellt. Also da kann man sich ein bisschen verlieren. Deswegen, ich nutze auch selber persönlich immer entweder die Startseite, also die allererste, wo ich hier direkt zu der Einheit wechseln kann. Und als Teilnehmer würde ich wahrscheinlich den Newsletter verwenden. Da ich aber Moderator bin und häufig hin und her springe, arbeite ich dann mit dieser Seite selber. Hier oben hat man jetzt in dieser Navigation eben die Hauptbereiche für Nachrichten, für die Teilnehmer, für die Foren und dann später seine Badges. Das heißt, hier kann man dann alle Foren erkennen. Und hier, diese Liste erweitert sich dann eben um die verschiedenen Lerneinheiten. Da taucht dann hier das Modul 2 auf und die Themen und überall dann so ein Diskussionsbereich dafür. Und was manchmal auch ganz spannend ist, oder ich finde das ganz spannend, wenn das dann mehr Teilnehmer werden, ist das, woher die Leute kommen. Und man kann dann auch natürlich hier an der Karte sehen, wie viele Leute kommen dann aus der eigenen Region. Da kann man da auch schon jetzt sehen, dass wir also relativ verteilt Teilnehmer haben, die da dran teilnehmen. Und was auch ganz typisch ist, ist, dass an diesen Live-Sessions ungefähr maximal 10% der eingetragenen Leute teilnehmen, weil die Zeit erstmal passen muss. Und dann kann man sich da als Aufzeichnung im Endeffekt anschauen. Was auch relativ praktisch ist, wenn es über 100 Teilnehmer sind, denn diese Live-Session-Tool, was wir jetzt heute verwenden, hat halt eine Maximalbegrenzung auf 100 Teilnehmer. Also mehr als 100 können an einer Live-Session nicht dran teilnehmen. Wichtig ist wirklich, es lebt tatsächlich auch ganz stark von der Aktivität von allen, die hier dran teilnehmen. Das heißt, wenn man in den Foren, also wenn man wirklich sagt, man hat irgendwo in seiner Imkerei tolle Sachen gesehen, oder man hat jemanden, der macht Sachen ganz klasse, es ist seit Jahren Imker und der wäre für eine Live-Session total toll, dann das Ganze einfach mal empfehlen. Wenn man persönlich kennt, gleich ansprechen, hast nicht mal Lust, das zu machen. Und das ist wirklich keine Rocket Science. Und es hilft dann auch allen weiter. Man kann diese Informationen halt an viele weitergeben, was auch über Jahre dann verwendet werden kann. Und da ist es für alle hilfreich. Also für solche Tipps, Hinweise und diesen Austausch, davon lebt das eigentlich und dann bringt es was. Ich sehe keine weiteren Fragen, dann würde ich das noch nicht weiter in die Länge ziehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr heute am Samstag euch Zeit genommen habt. Ich hoffe, es bringt euch was und wenn ihr auch diese Informationen reinschreibt, warum ihr am MOOC teilnehmt, dann sehe ich vielleicht auch Hinweise, was für Themen ich noch mit reinbringen sollte oder wo ich gucken sollte, damit möglichst viele auch einen maximalen Nutzen draus haben. Gut, vielen Dank und einen schönen Samstag noch. Danke auch. Tschüss. Tschüss.